Kein Kinofilm und keine Fernsehserie, sondern ein reines PC-Programm. Der Wing Commander. Eine Mischung aus Spiel und Kino. Es ist mir eine große Freude, dich wiederzusehen. Mit 6 Millionen Mark Produktionskosten das derzeit teuerste Computerspiel der Welt. Dabei schlüpfen sie in eine Rolle im 26. Jahrhundert und können Handlung sowie den Helden steuern. Frieden. Haben wir nicht schon verlernt, was das ist, Paladin? Ja, das fürchte ich auch, mein Junge. Interaktiv heißt das und ist ein typisches Merkmal von Multimedia. Selbst bestimmen, wo es lang geht. Auf den 4 CDs sind alle Möglichkeiten abgespeichert. Wir probieren das gleich einmal aus und lassen den Hauptdarsteller nochmal den Raum betreten. Mit einem Tastendruck verändert sich der Handlungsablauf. Auch ein kleiner Vorgeschmack auf die Fernsehprogramme im nächsten Jahrtausend. Since you're the rookie on this boat, I'll let you call the game. Not much for protocol, are you? Die Dreharbeiten zum Wing Commander in Hollywood. Stars wie Mark Hamill betreten Neuland. Sie müssen jetzt doppelt so dicke Drehbücher lernen, weil jede Szene mehrere Fassungen besitzt. Es war faszinierend und erinnerte mich an ein interaktives Buch, das ich als Kind gelesen habe. Da musste man auf Seite 87 blättern, wenn der Polizist zum Fahrstuhl gehen sollte und so weiter. Alles auf der einfachsten Ebene. Aber ich wollte eigentlich nicht so sehr fremde Figuren steuern, sondern lieber die Figur selbst sein. Ja, das ist jetzt mein Job. Normalerweise sehe ich ja in den Drehbüchern, wie meine Rolle aussieht und was in ihr steckt. Aber das hier, das ist so anders. Kulissen oder Requisiten gibt es jetzt auch nicht mehr, sondern nur noch ein grünes Studio. Und das, was jetzt noch grün ist, wird später durch künstliche Hintergründe aus dem Computer ersetzt. Das Hollywood von morgen. Schon immer preschen Spielehersteller vor, wenn es um neue Techniken geht. Als noch kein Mensch von Multimedia sprach, haben sie längst mit Fotos, bewegten Videoszenen und Tönen gearbeitet. Sozusagen die Wiege von Multimedia. So startet unsere nächste Mission zum Geburtsort des Wing Commander. Flug DC-30 über den großen Teich. Bei diesem Projekt war ich mehr Filmregisseur als Programmierer. Zumindest habe ich damit die meiste Zeit verbracht. Etwa 70% der Arbeit gingen für Handlung und Szenen drauf, rund 30% nur für Technik. Ich glaube sicher, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren Hollywood und interaktive Spiele miteinander verschmelzen werden. Es ist einfach ein neuer Weg, eine Geschichte zu erzählen. Und in Zukunft wird es immer mehr interaktive Geschichten geben. Anstelle dem Helden am Bildschirm zuzuschauen, bist du dann selbst der Held und steigst in die Handlung mit ein. Watching a hero on the TV, you are the hero, and so you're one step into the story and the experience, and so. Ein neues Projekt, Bioforge. Ein Mensch, der plötzlich als halber Roboter aufwacht. Der Computer produziert immer menschenähnlichere Wesen und kommt diesmal ganz ohne Schauspieler aus. Auch das ist Multimedia, wird aber erst hunderte Male durchgetestet, bevor es auf den Markt kommt.